Hallo, ich bin's, Kim Lian, und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute eine ganz besondere Mission. Und zwar wird es für uns ins Tierschutzhaus gehen, weil wir eine Katze adoptieren. Ja, Mann. Ich freue mich mega drauf. Und das Coole an diesem Video ist, dass du das Tierheim bzw. mich unterstützen kannst, Spenden zu sammeln für das Tierheim, indem du dir einfach nur dieses Video anschaust, weil diese Werbeeinnahmen werden wieder gespendet, so wie vor einem Jahr schon. Roll the clip. Say what? Ich habe mir eben überlegt, dass wir auch die Einnahmen von diesem Video hier zu 100% für die nächsten Wochen jetzt an den Tierschutzverein spenden. Also leite dieses Video gerne an alle weiter. Wie du an den Wiener Tierschutzverein spenden kannst, packe ich dir unten in die Infobox und besprechen wir im Laufe des Videos nochmal. Let's go. An dieser Stelle auch direkt die Auflösung, wie viel Spenden zusammengekommen sind. Einfach nur, weil ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Es waren insgesamt 1500 Euro. Eventuell habe ich noch ein bisschen was selber draufgelegt. By the way, ihr könnt dazu beitragen, dass das Video noch mehr Einnahmen macht, wenn ihr die Werbung durchlaufen lasst. Aber das ist natürlich sehr viel verlangt. Also nur für die, die extra fleißig sein wollen. Und damit werden wir jetzt ein paar Goodies kaufen in der Tierhandlung. Und was mit der restlichen Kohle passiert, das werdet ihr am Ende des Videos sehen. Wir sind jetzt in der Tierhandlung meines Vertrauens. Jetzt heißt es, mal die Wunschlisten durchgucken von den ganzen Tieren. Die haben nämlich online jedes Jahr zu Weihnachten so eine kleine Christkind-Aktion, wo man die Lieblingsartikel der Tiere kaufen oder halt dafür Geld spenden kann. Ich habe jetzt mal die Hundekategorie durchgeguckt. Da dürften Kauartikel sehr beliebt sein. Und ich glaube fast, ich brauche ein zweites Wägelchen. Und wir haben die Hunde noch nicht mal fertig. Freunde, wir haben ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem ganzen Zeug alleine jetzt wegkomme von hier. Es wird wohl ein Taxi werden. Freunde, ich habe es nach Hause geschafft. Mit dem ganzen Zeug. Das ist jetzt die ganze Kiste voll. Ich hätte nie gedacht, dass es da reinpasst. Die sieht so klein aus. Und da haben wir jetzt die Bettchen. Und wie süß! In meinen Topf haben die Mitarbeiter auch noch Leckerlis bzw. Trockenfutter reingepackt. Mit so einer süßen Notiz. Liebe Grüße, die werde ich auf jeden Fall ausrichten. Vielen lieben Dank. Ja, du armes Würstchen. Bist ganz eifersüchtig, ha? Aber das ist für die armen Tiere, Baby. Du hast eh genug zu essen hier. Und Bettchen hast du auch genug. Schatzi, du kannst es aber jetzt nicht voll duften, sonst sind die Katzen im Haus ganz irritiert, wenn die dich riechen. Und die Hündchen hier. Jetzt muss das Ganze nur noch zur Endstation gebracht werden. Tada! Wir haben es hergeschafft in den Tierschutzverein. Und wir haben nicht nur das ganze Zeug hierher geschafft, sondern auch Uliana und Philipp. Guckt mal, die liebe Dani hier wird uns heute die Katzen vorstellen und hat sogar ein kleines Weihnachtsgeschenk für unsere Katzen. Wie lieb! Und wir haben auch ein Weihnachtsgeschenk an euch. Denn ich habe im letzten Video letztes Jahr ja Spenden gesammelt und die stehen da hinten. Wir nehmen jetzt nur ein Bettchen mit zu den Katzen, weil der Rest muss erst sortiert und so weiter werden. Und das ist jetzt unser symbolisches Bettchen. Und zwar in dem Zimmer sind jetzt einige Katzen drinnen, die grundsätzlich da gut in Frage kommen könnten. Das sind Katzen, die sich mit anderen Katzen verstehen. Das ist schon mal ganz wichtig natürlich für euch. Die sind alle so zwischen ein halbes und zwei Jahre alt. Ziemlich offen, sind ziemlich lustig. Da ist auch unser kleiner Wackelkopf. Also wir können gerne mal reinschauen. Die Philipp, ich habe dich noch gar nicht introduced. Hallo. Und wie ist dein Eindruck, Philipp? Ich glaube, ich habe einen neuen Freund gemacht, ja. Aber sie hat dieses Jahr das Machtwort, letztes Mal sicher wenn ich dürfte. Ja, weil er hat sich das letzte Mal hier im Tierschutzhaus eine ausgesucht und heute ist sie dran. Du bist ja das süßeste Kleine. Urfreundlich. Einfach nur. Ah, Wahnsinn. Okay, Freunde, kurzer Zwischenstand. Ich habe das Gefühl, dass wir uns für Weiß-Grau oder für Klein-Wackelkopf entscheiden. Wackelkopf hat ein neurologisches Problem. Das beeinträchtigt die Gesundheit quasi gar nicht. Aber es hat halt dieses kleine Wippköpfchen und ist aber sowas von süß und lieb. Wenn wir den Bäzchen noch nicht hätten, ich sag's dir. Also, wir machen jetzt einen kleinen Überlegungsspaziergang. Ja. Wozu tendierst du bisher? Hast du schon einen Favoriten? Die Esther, die hat es mir schon sehr angetan. Leider kommt Wackelkopf und andere Katze nicht mit, weil die nur zu zweit vergeben werden. Mhm. Und leider ist unsere Wohnung zu klein für zwei, also für drei jetzt dann. Also schaut aus, als wär's die Esther, aber ich muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen. Juhu!
Bin schon so gespannt. Aber Wackelköpfchen braucht die andere Katze, weil die irgendwie sich so gut verstehen. Ja. Und dann hat er so ein bisschen eine Orientierung. Und genau, deshalb dürfen die nicht getrennt werden. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Rundgang und gucken mit euch zusammen an, welche Kandidaten es noch so gibt. Weil vielleicht verliebt sich ja auch jemand da draußen. Wir kriegen jetzt sogar Futter gebracht und dürfen ein paar Tiere füttern. Guck mal, Rilli, als Pferd. Ich habe eine Dame gehabt, zum Beispiel vor einem Monat, die hat angerufen und hat gesagt, sie macht sich jetzt wenigstens diesen 2 Stunden im Tierschutzhaus in Bösendorf. Sie hat so Leine und Windeln gekauft und nimmt dann den Affen mit. Aber sie sagt, Moment, für sie ist der Affe nicht das Richtige. Also das haben wir leider immer wieder als Leute, gerade bei exotischen Tieren, eine sehr naive Einstellung dazu haben und die denken, den entwickle ich mal, mit denen lebt man zusammen, wie mit einem Mitbewohner sozusagen. Das funktioniert natürlich nicht. Freunde, wer stimmt mir zu? Die sehen doch aus wie aus Harry Potter, oder? Yeah! Mittlerweile ist es dunkel und ich glaube, wir haben jetzt dann gleich die Entscheidung bezüglich unserer Katze. Ich freue mich voll. An dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die durchs Zuschauen, so wie du jetzt hier bei diesem Video, die Spenden zusammengekriegt haben für dieses Jahr. Und wir bringen jetzt symbolisch für die ganze Geschenkfuhre das Bettchen hierher. Welches Eck nehmen wir denn? Was würde dir gefallen? Ha? Da oben? Stellen wir es lieber unten hin. Hier ein bisschen geschützt, das mögen sie auch immer ganz gern. Ja, du kleine Maus. Die Katzen hier sind so ein Traum, so lieb, so verspielt. Leute, wenn ihr vorhabt, euch eine Katze zu holen, dann schaut unbedingt zuerst mal im Tierheim eures Vertrauens vorbei. Guck, wie ich verfolgt werde. Da gibt es mehr als genug Auswahl von den süßesten kleinen Mäusen, gell? Und da ist jetzt unsere kleine Esti. Bist du aufgeregt und freust dich aufs neue Zuhause? Hm? Wie fühlst du dich als frisch gebackene Mama? Ich freue mich. Wir schauen jetzt zur Abschlussuntersuchung. Das ist bei uns so üblich, dass der Tierarzt die Vergabe freigibt und bestätigt, dass das Tier gesund ist. Also die ist definitiv sehr, sehr, sehr verliebt in dich. Schau, wie sie abgeht. Ja. Das erste Fotoshooting mit der neuen Cat. So süß. Übrigens, Philipp ist Streamer auf Twitch und ich werde seinen Kanal mal unten verlinken. Was zockst du? Hauptsächlich Overwatch und ein bisschen Variety. Checkt ihn mal aus, der neue Katzendad. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, holt euch nur ein Tier, auch aus dem Tierheim, generell, wenn ihr die Verantwortung tragen könnt, weil das wieder zurückgeben geht gar nicht. So, das ist Theo, der ist ebenfalls aus dem Tierschutzhaus. Und jetzt kommt der Encounter mit der kleinen neuen Esther. Sie fühlt sich hier schon super wohl, als wäre sie schon ihr Leben lang hier zu Hause nach 2 Minuten. Wobei auch viel Gefauche am Start ist. Also so ganz gut, wie wir uns das gewünscht haben, haben sie sich dann doch nicht auf Anhieb verstanden. Aber das ist völlig normal. Also das hatte ich bei meinen 3 Katzen, Pebbles, Rilli und Pezi. Genauso, dass immer wenn ein neuer in den Bund kommt und vor allem, wenn man zu einer eine zweite Katze dazu gibt, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn die eine nicht mehr Einzelkind sein kann, dann dauert das eigentlich fast immer ein bisschen. Mittlerweile sind die 2 aber schon ein Herz und eine Seele, also es ging doch dann recht schnell, so in 5 Wochen, 6 Wochen. Und ich persönlich kann aus Erfahrung sagen, dass es meiner Katze sehr gut getan hat, zumindest eine zweite dazu zu kriegen, einfach weil ich früher nicht so viel zu Hause war und mit Urlauben ist es auch jetzt noch sehr toll, dass sie gegenseitig einander zum Spielen haben und ganz ehrlich, eine Katze macht nicht viel mehr Arbeit als 2, also es ist relativ egal, ob du nur eine zweite Schüssel mit Futter befüllst. Kommen wir jetzt aber noch zu einem sehr großartigen Part dieses ganzen Videos. Nämlich, wir haben jetzt die restliche Summe noch gespendet auf die 1500 Euro. Und jetzt geht's dann an das nächste Tierprojekt. Ganz, ganz bald. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und kommentiert aber unten mal eure Haustiere. Das würde mich mega interessieren. Wir können uns wie immer natürlich auch auf Instagram sehen. Oder dann einfach im nächsten Vlog. Bye!